So, da sind wir bei Alice Madness Returns. Wir sind im Moosmacher-Raum, wie es aussieht. Unglaublich viele Blöcke, die von oben nach unten stampfen und nur darauf warten, unseren kleinen, niedlichen Körper zu zerquetschen. Um es danach als Brotaufstrich zu benutzen. Scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh mein Gott. Scheiße von der Decke, das kann nichts Gutes heißen. Okay, also. Ich bin gespannt, ob wir jemals wieder aus diesem komischen Holzverschlag, Untergrund, Keller, Minenschacht rauskommen. Keine Ahnung, NATO-Basis. Einfach mal irgendwelche random Dinge sagen, die unter der Erde sein können. George W. Bush, hoffentlich bald. What the fuck? Okay. Nee, Alter, ich spring halt einfach mal. Ach so, okay. Ich darf da eh nicht reinspringen. Wäre keine gute Idee, da überhaupt reinzuspringen. Dachte so, nee, ich spring da nicht rein. Weil ich mir jetzt eigentlich überlegt habe, dass es vielleicht da weitergeht. Ah, das ist ein Schubladen voll Schinken. Hom, nom, nom. Gibt es bestimmt was Leckeres da oben. Aha. Aha. Ein Schalter hinter einer Glastür. Glasfront. The fuck. Creepy Augen sind creepy. Kann man gut so sagen. Aha, nein. Ihr auch noch. Ihr fliegenden Bastarde. Und noch eure behinderten Terrorbrüder. Oh Gott. Ja, oh, ihr auch noch. Na gut, mach ich erstmal. Euch erstmal schnell down, weil. Ja. Ich meine, hallo. Ihr wart die ersten Gegner, soll ich Angst vor euch haben? Die, fucking Octopus, Bitch. Ich glaube, ich habe es gar nicht getroffen, kann das sein? Okay, weißt du was? Scheiß auf alles. Scheiß auf Teer, scheiß auf Octopus-Mädels. Octopus-Mädels. Komisches Wort. Ja, ja, ist ja gut. Hallo, hallo, hallo. Lass mich bitte erstmal hierzu wechseln. Euch dann erstmal was davon geben. Ihr habt's verdient. Ihr habt schon langsam bekommen von mir. Deine fucking Face, Bitch. Friss den Earl Grey Tee. Trink ihn. Keine Ahnung. Und schon bist du nackt, Alter. Die ultimative Teekanone hat dich sowas von ausgezogen, Mann. Wirkt bei Frauen das Ding. Anziehend. Unglaublich. Ich hab besser gesagt, ausziehend. Und noch ein Herz. Komm. Oh yeah, und dann ist es auch schon gute Nacht zu dem Baby. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. So, Fresse her. Wer zuerst? Du, hä? Okay. Bam, wie wär's mit beiden gleichzeitig? Oh yeah. So würde Chuck Norris Alice spielen. Wie wär's mit allen drei gleichzeitig, Mann? Oh mein Gott, das war mal voll Chuck Norris. Gut. Gut, 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 gut. Gefahr doch schneller beseitigt, als ich dachte. Freut mich. Kommen wir schneller weiter. Müssen wir uns nicht mit diesen komischen Terfratzen aufhalten. Wie komme ich in diesen Glas... Oh, der ist offen. Okay. Ich ziehe meine Frage ganz schnell zurück, weil... Dieses creepy Babyface hat es mir schon beantwortet. Okay. Das ist mal ein alternativer Aufzug. Einfach mal einen Schuppen als Aufzug benutzen. Okay, sah gerade so aus, als hättest du eine Videosequenz abspielen wollen, aber in der Mitte gedacht, nein! Du nicht! Und ihr auch nicht! Und überhaupt gar niemand! Niemals! Wir haben die gerendert und werden sie niemals jemandem zeigen. The fuck, jetzt bin ich halt einfach da reingelaufen. Okay, warum haben sie das nicht noch gezeigt? Wo sind wir denn jetzt wieder? Also ziemlich eindeutig noch in dem Puppenhaus-Level. Aber sind wir zumindest mal aus diesen komischen Katakomben da unten raus? Also, oh Mann, das wäre... Oh ja, ich sehe Licht. Ich sehe Licht und ich sehe ein Schlüsselloch, durch das ich gehen muss. Oh Gott, ja, ich muss durch dieses Schlüsselloch durchgehen. Sonst noch was hier? Nein, 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 nichts für mich. Alles klar. Mietz. Vernichte, was dich zu zerstören droht. Okay. Das heißt, ich soll alles rauchen auf einmal? Du bist verrückt, Katze. Oh nein, es gibt gar kein Schnelldrehen. Das war das andere Spiel. Das andere Spiel. Gejagt, das macht Sinn, hier runterzulaufen. Also ein Ende ist noch... Da drüben ist wieder ein Panzereingang, sehe ich gerade. Also Eingang zu einem... Schneckenhaus, eigentlich eher nicht irgendwie. Ist ja kein Schildkrötenpanzer, ist ja ein Schneckenhaus eigentlich. Oder eine Muschel? Ein Schneckenhaus, glaube ich, ja. Hm.
I don't know, da wo man reingeht, um Rosenfarbe rauszuholen. Also nicht Hornbach oder Obi oder whatever. Tom ist noch ein Baumarkt, glaube ich, ja. Ja, ja. Ich bin nicht so der Baumarkt-Freak, sorry. Ich versuche eigentlich recht wenig Zeit in Baumärkten zu verbringen. Ich mag es nicht so gern, wenn Leute mir versuchen, Kettensägen anzudrehen. Das kann nicht gut enden. Verkauft mir doch keine Kettensäge, seid ihr geisteskrank? Wahrscheinlich ja. So. War, glaube ich, ein Schneckenhaus. Keine Zeit zu verlieren. Wir haben doch keine. Du sagst immer das Gleiche, kann das sein? Und dann auch noch teilweise so crappy Zusammenfassungen. Ey, warte mal, das ist der Große. Holy shit. Und Wespen. Das waren Wespen hier. Also sterben jetzt, aber... Bam! Wie er mir da vorgeflogen ist, du Mongo-Noob. Ich gehe mal da lang. Oh, hier auch noch. Eieiei, hier auch noch. Hier auch noch. Das ist eine komische Konstellation. Eieiei, das ist eine komische Konstellation, diese... Ach, ich nehme einfach, weißt du was? Oh, was ist das denn? Ah, da kommen die raus. Ah, nee. Hey, whatever. Ich verstehe es gerade nicht so ganz. Ich komme mich einfach mal mit einem Pfefferspray drum, sozusagen. Tja, war es das? Ach nee, er hat die umgehauen oder was? Also trotzdem tot. Kann mir recht sein. Ich schätze jetzt einfach mal, dass ich den Scharfrichter nicht töten muss, weil den kann man ja scheinbar nicht töten. Wäre komisch, wenn man ihn jetzt töten könnte. Also, ah, Alice, du bist noch viel abgefuckter, du bist jetzt verrückt genug, um ihn zu töten. Ja. Erfolg! Auch wenn ich nichts gemacht habe eigentlich. Und abgefailt habe wie sonst noch was. Du hast schon den Zug verpasst. Oder war das wieder sowas von wegen Überlebe die Zeit? Warte mal, wo sind die Rosen? Her damit! Yay! Eine neue Rose. Das war dann wahrscheinlich eher so von wegen Überlebe die Zeit. Gut. Das sind nicht gerade wirklich schwierige Stages oder Kämpfe, sag ich mal, wenn es heißt überlebt die Zeit. Ich könnte auch die ganze Zeit nur flüchten, wenn ich wüsste, was ich machen wollte. Müsste, wollte, sollte. Whatever. Erfolg. Alles, was zählt, ist Erfolg. Zumindest in dem Spiel. Oh ja. Und das ist auch, das ist unglaublich Success, einfach nur, weil ich gerade gemacht habe. Weil es war einfach nur, das habe ich nur zur Abkürzung gemacht, nämlich, ja, zur Verwirrung von euch und zur Abkürzung bin ich gerade absichtlich in den Tod gesprungen, gerade fast nochmal, ja, seht ihr? Die Verwirrung hält an, dauerhaft in diesem Spiel. Daran bin ich nur ich wirklich schuld. Oh, ja, oh shit, kolossaler Verfall, ich bin weg. Zeig einfach mal einen richtigen Kopf, weil dann bist du relativ bald tot. Nein, nicht Nomsen, nicht Nomsen, du nicht mich, nein, 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 ich bin weg. Sowas von, zum Glück habe ich hier genug Platz, um auszuweichen. Zeig mal meinen richtigen Kopf, dann sind wir hier schnell fertig, ja? Oh, oh ja, da ist er. Und ich habe natürlich gerade eine überhitzte T-Kanone, aber egal. Zack, 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 das sollte relativ easy gehen mit einmal, wenn es gut läuft. Zack, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, yeah. Ah, yeah. Mhm. Er ist auf mir gestorben. Das war ein bisschen eklig, aber er ist tot. Gut, 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 gut. Weg mit dir. Das ist auch kein großes Problem mehr. Also, die Gegner werden in höheren Leveln nicht mehr so schwierig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Am Anfang war es schwierig mit den crappy Waffen und so weiter und die ganze Zeit am Rumnomsen und so. Es war schon ein bisschen nervig. Boah, Alter, hab doch jetzt kein Frame-Drop. Was ist mit dir los? Wenn ich springe? Unglaublich. Ist doch verrückt. Oh, oh, oh Gott, okay. Das war gut. Nein! Fu. Okay, warte mal. Naja, gut, ich mach gar nicht wirklich was bei dem ersten Kopf. Wenn ich ganz ehrlich bin, also so arg viel runter geht er nicht. Oder war der gerade noch in der Position unten? Hm. Might be possible. Da habe ich jetzt keine Informationen drüber. Okay, okay.
Wie. Ach, der fährt langsam wieder hoch. Das ist auch nice. Gut zu wissen. Komm, 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 komm. Yay, das geht alles so langsam, da kann man noch locker durchwitschen. No problem. Oh, fuck. Hey, nimm den mit. Der ist geschenkt, nimm ihn mit. Weil ganz ehrlich, für was brauche ich jetzt noch Zähne? Meine Waffen sind voll abgegradet. Kann ich noch irgendwas kaufen? Kuchen. In dem Kuchen ist ein Käfer drin. Igitt. Hallo? Ist das Käferkuchen? Was ist da drin? Beetlejuice? Vielleicht. Ey, oh, guck mal, wo wir da sind. Erinnert ihr euch daran? Seriously? Ich soll in ihren Arsch gehen? Nein. Oh, du bist tot. Du bist tot. Schau dich an. Okay. Dann gehe ich mal da lang. Und wie es aussieht, muss ich in den Hintern rein gleich. Why not? Stirb endlich, mein Gott. Was hast denn du für eine Chance, wenn du so nah an mir dran bist? Keine nämlich. Gar keine. Weißt du, was nach 0 kommt? Richtig, 1. Ja, es ist wahr. Schlag nach, es ist wahr. Ah ja. Die Zeichen körperlicher Krankheit sind, verglichen mit denen der Seele, offensichtlich. Und die Heilungschance? Wie und wann ein Beinbruch heilt, ist klar. Kann man einen gebrochenen Geist heilen? Wann weiß man, ob er geheilt ist? Gute Frage. Kann man wahrscheinlich eher nicht. Oh, du bist down. Aber wir sind nicht überhitzen, das Ding. Und dann solltest du auch, yep, ins Trudeln geraten, in den Tod stürzen, so wie es dir gehört. Du garstiges Oktopusmädchen. Oho, oho, Moment, Moment, wie komme ich da rein? Da möchte ich schon gerne reingehen. Oh, da oben. Muss da rein. Ah, hier. Schnauzewitsch. Klapp dich auf. Ja, dachte mir doch, das war ein scheiß Puppenhaus. Kannst draufklappen. Gut, 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 gut. Hey, mehr unnütze Zähne für mich. Ja. Autsch. Au, mein Knie, verdammt. Oh, nee, Mann. Oh, weiß nicht mal ihr Hintern. Gott, ist doch völlig egal. Rein in sie. Was stand da gerade? Was? Schneckenpfad. Warum? Weil es da glitschig ist oder was? Tada. Oh Gott, oh Gott. Oh je, oh je. Wo gehe ich da hin? Was bekämpfen wir jetzt? Rote Blutkörperchen oder wie? Schauen wir mal, was wir bekämpfen. Okay. Ich weiß nicht warum. Sieht auch von der Optik. Da fuck. Au, wir sind einmal komplett durch dich durch, natürlich. Sieht ist von der Optik auch wirklich komplett anders, aber ich musste gerade im ersten Moment voll an Mario 64 denken. Dieses Geisterhaus. Ich weiß, es sieht komplett anders aus, aber ich wollte einfach nur mal meinen Gedanken gerade mitteilen und ich weiß nicht, woher der kommt. Vielleicht geht es anderen auch so. Diese Ansicht von schräg unten irgendwie. War bestimmt auf irgendeinem N64-Tape, Werbungstape, so als schöner Clip drauf, den man sich als Kind 10 Tage lang hintereinander reingezogen hat. Immer das Gleiche. Man hatte ja Zeit. Und Internet gab's nicht. Zumindest nicht YouTube. Oh mein Gott, lasst mich doch in Ruhe, während ich das Kind töte. Oh, das war mies, Alter. Das war mies. Ach, Gott, dieses Chili bekommt ihr nicht. Ah, 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 ah. Ach, komm schon. Ah, jetzt kann ich rumlaufen. So, ja. Jetzt. Aus jetzt. Aus jetzt! Oh, Popovic, Popovic! Ja, komm schon jetzt.
Komisch, irgendwie die T-Kanone hat gerade nicht mehr wirklich so viel gebracht. Oh yeah, aber jetzt sollte ich vielleicht... Ach, keine Arme. Nie wieder Kekse. Was ist denn los mit dem Mädchen? Stirb doch. Na, geht doch. Ich hätte nie gedacht, dass es so schwer ist, ein kleines Kind umzubringen. Ja. Oh Gott, ich hab's gesagt. Selbst wenn ich weiß, was es geht, fühlt es sich schlecht an, sowas zu sagen. Panzerbrechend! Das Gute ist, ich müsste straight so in die Richtung bleiben, weil dann schießt ihm sein Kollege nämlich auch immer schön in den Rücken. Der schießt einfach Knaller drauf. Ist ihm völlig egal, dass ein Kollege von ihm steht. Einfach draufballern. Ah, what? Zack, das müsste ein Kopf sein. Und das ist der zweite Kopf. Und das ist Kopf Nummer 3. Headshot. Ach, mehr kann man bei dir auch nicht treffen. Ja. Und ja. Beantworte ich dir alles frei mit ja. Aber der hat schon gar keine Arme mehr. Okay. Dann kümmere ich mich jetzt gediegen um deine Köpfe. Very nice. Okay, okay. Oh, oh, Törtchen. Törtchen. Ich mag Törtchen. Törtchen sind gut. Sehr gut sogar. Oh ja, der will creepy Augen, schaut er natürlich. Lang nicht mehr gesehen. Soll ich da wirklich hoch? Beim nächsten Mal gucken wir da hoch, würde ich sagen. Bis dahin. Haut rein.